Oh, und der Stefan ist hier, Hamburger Grillservice, hallo. Der muss, der kommt morgen früh, morgens der Flieger. Da war da noch einer von 23.05. 1 Uhr. Mit RBH. Der muss ja schon da sein. Aber es muss noch einer gekommen sein. Warte mal, ich guck mal nach, was hier noch. So, Stefan, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ich bin Stefan Röschel, 40 Jahre alt. Lokführer und Disponent bei der Hamburger Rail Service. Aktuell kümmere ich mich um den Hamburger Hafen und disponiere dort die Züge, Personale für die Tanklege. Ja. Seit wann bist du beim Hamburger Rail Service? Ich bin seit fast 9 Jahren jetzt bei Hamburger Rail Service, also Mai 2014. Und ja, hab hier schon viel gesehen, viel gelernt. Ja, jetzt hat es mich in die Disposition verschlagen. Gestartet hast du als Lokführer? Gestartet habe ich als Lokführer. War vorher ausgeliehen zu anderen Firmen. Dann ist die HRS größer geworden. Und ja, wir haben viele eigene Sachen jetzt. Rangieren im Hamburger Hafen. Und ja, Streckenverläufe. Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Also hast du einen Quereinstieg gemacht? Ich glaube, bei der Eisenbahn ist der Quereinstieg so ganz groß. Oder bist du direkt als Lokführer in eine Ausbildung gegangen? Also ich bin tatsächlich Quereinsteiger bei der Eisenbahn. Damals was hast du davor gemacht? Ich habe mal Kälte- und Klimaanlagen gelernt und wollte eigentlich als Kind immer schon Lokführer werden. Und wie gesagt, ich habe erstmal eine Ausbildung Kälte und Klima hingelegt und dann konnte ich damals bei einem anderen EVU meine Lokführerausbildung machen. Das war im Jahre 2006. Hab dort auch knapp 9 Jahre gearbeitet. Und dann hat es mich zum Hamburger Rail Service hingezogen. Ich starte meinen Tag in der Regel morgens, stehe auf, trinke einen Kaffee zu Hause, setze mich ins Auto und fahre derzeit in Richtung Ahrensburg bzw. Hamburger Hafen. Auf mir unterwegs meistens ein paar Brötchen und Frühstück gibt es dann in der Regel bei der Arbeit so am Computer, wenn man mal einen Augenblick Pause macht. Wir haben schon geregelte Arbeitszeiten. Derzeit fange ich aber relativ früh an, weil wir im Hafen ja, viel zu disponieren haben und der Verkehr da nie stehen bleiben darf. Mhm. Fange ich aktuell sehr früh an zu arbeiten, zwischen 4 und 6 Uhr. Und ja. Macht dann dementsprechend auch früher Feier? Weniger. Meistens geht es ja doch über die 8-9 Stunden hinaus. Es ist aber so, ja, sitzen alle da irgendwie zusammen und ja, wollen alle zusammen was erreichen, ein Ziel erreichen, den Kunden zufriedenstellen. Und deshalb ja, geht es auch manchmal über die normale Arbeitszeit hinaus. Wie schaut es aus bei dir morgens? Was holst du dir meistens? Ja, meistens hole ich mir erstmal ein paar frische Brötchen, ein bisschen Aufschnitt, alles was zum Frühstück dazu gehört. Und ab und zu ein paar Vitamine. Den Jungs in der Dispo, den bringe ich meistens nochmal einen Red Bull mit. Man will ja mit ihnen zusammenarbeiten und so gelingt der Tag auch ganz gut immer. Gut. Ihr dürft euch auch was aussuchen natürlich. Unser Chef ist immer sehr großzügig. Stefan, was sagst du, welche Fertigkeiten muss ein Disponent haben? Ein Disponent sollte sich schon mit der Eisenbahn ein wenig auskennen. Deutschlandkarte kennen, die Abläufe bei der Eisenbahn kennen und die Betriebsablauf vor allen Dingen. Sich da hineinversetzen können. Ja, das sind so die hauptsächlichen Sachen. Also Quereinsteiger-Disponent ist relativ schwierig. Also er sollte doch schon mal ein bisschen Betriebsdienst gemacht haben. Der Pool geht immer. Bleib wach. Als Lokführer muss man ja immer wach bleiben. Geht es bei der Disposition auch darum, dass man zum Beispiel so ökologisch wie möglich plant? Und ja, natürlich. Wir wollen Kosten sparen, Personalkosten sparen, ja, Hotelkosten sparen. Alles, was drumherum ist, müssen wir in Grenzen halten. Ist für die Firma gut, für die Personale gut. Ja, Arbeitszeiten müssen eingehalten werden und. Es ist schon nicht so einfach zu disponieren, aber wenn man ein bisschen Talent hat, kriegt man das gut hin.
HSV-Fan, oder? HSV, ich mach im Norden. Merkst du einen Unterschied zwischen den beiden Bereichen, also Lokführer und Dispo? Ja. Vom Alltag her? Vom Alltag her, ja. Man sitzt im Büro, Telefon klingelt, auf der Lok ist er doch ein bisschen, in dem Falle, entspannter. Man hat zwar auch zu tun, aber es ist entspannter. Der Kunde ruft nicht an, man teilt sich das ein wenig ein auf der Lok. Aber im Großen und Ganzen ist das in der Disposition schon ganz in Ordnung. Ja. Kann man die Dispo ein bisschen vergleichen mit Fluglotsen? Kann man die Dispo vergleichen mit dem Fluglotsen? Schwer zu sagen. Man sitzt zwar schon da und koordiniert, aber in der Regel ist es mehr so die Vorplanung. Wenn die Vorplanung gut ist, dann ist der Alltag eigentlich auch ganz gut. Es kommen natürlich immer spontane Sachen rein, aber in der Regel ist eine Vorplanung schon mal das, ja, I don't know. In der Regel sitzen in der Dispo drei Leute. Einer ist für eine Vorplanung zuständig, einer macht die Transporte quer durch Deutschland und meine Wenigkeit aktuell macht den Hafen. Und dann haben wir zwischendrin noch mal einen, der uns ein bisschen unterstützt, weil es gibt Tage, da ist viel und es gibt Tage, dass halt sehr ruhig in der Dispo ist, ne? Aber das ist ja überall so. Jetzt sind wir im Büro angekommen, jetzt werden wir mal reingehen, mal gucken, welche Kollegen schon da sind und mal gucken, wie der Alltag heute wird. Moin Colin. Moin. Danke dir, mein Lieber. Besser. Moin. So, den Rest stapeln wir erstmal. So, erstmal ankommen hier, Laptop anschalten und erstmal gucken, was so anliegt am Tage. Oha, das E-Mail-Fach ist schon wieder voll. Auch das werden wir heute schaffen, abzuarbeiten. Wie schaut's aus? Also hast du so eine To-Do-Liste oder wie schaut's aus, wenn du bei der Arbeit ankommst? Naja. Hast du einen gewissen Ablauf oder gehst du mit Kopf? Als erstes wird der Laptop hochgefahren, die ganzen Programme aufgemacht und dann wird erstmal ins E-Mail-Fach geguckt. Läuft alles über E-Mail? Läuft zu 90% alles über E-Mail und im Hintergrund laufen noch die Telefone. Gucken, ob alle Personale anwesend sind. Ja. Und der Stefan ist hier, Hamburger Rail Service, hallo. Ja. Ja, das kriegen wir hin, ist gar kein Problem. Okay, wiederhören, tschüss. Wenn man so prozentual sieht, mehr über Telefon oder mehr über Mail? Nee, es wird schon mehr über Mail heutzutage gemacht. Über Telefon kommen nur Nachfragen, aber Bestellungen und Aufträge werden eigentlich nur über Mails abgearbeitet. Okay, und was sind denn so Bestellungen? Bestellungen sind Wagenmeisterbestellungen, was am Tagesgeschäft abgeht. Für Deutschlandverkehre kommen die Bestellungen in der Woche einmal rein mit diversen Änderungen. Und im Hafen kommen täglich Bestellungen rein, Züge, die rein und rausgehen in die Tanklege, die wir dann bearbeiten und ja. Ad-hoc-Rang, Anfragen wegen Rangierleistung und. Also im Hafen kommen den ganzen Tag E-Mails rein. Also unsere Bestseller sind aktuell Wagenmeisteranfragen in ganz Deutschland. Wir sind vertreten in Süddeutschland ganz viel, im Münchner Raum. Und was ganz besonders ist, im Hamburger Hafen Rangieraufträge. Hamburg Hohe Schar, sehr viel. Dort sind wir mit mehreren Loks vertreten. Ja, das sind so in Hamburg unterwegs? Rangierleistung im Hamburger Hafen, wagenmeistertechnisch sind wir in ganz Deutschland unterwegs. Ja. Und Transporte fahren wir auch durch ganz Deutschland. Meine Kernaufgaben ist die Disposition Hamburger Hafen, das Regeln der Einfahrzüge, Ausfahrzüge, Zustellung zu den Tanklegern. Mein Kollege neben mir, den seine Kernaufgabe sind zum Beispiel Wagenmeisterplanung in ganz Deutschland. Der Kollege gegenüber, der planen die ganzen Züge für Deutschland, Ad-hoc-Transporte, Baustellentransporte und so weiter. In meinem Bereich die Schwierigkeiten, ja, die Sachen umzusetzen, sofort oder über längerfristigen Zeitraum zu planen, weil es kommen auch Anfragen für die ganze Woche, dass das nicht vergessen wird, die Personale einzuteilen und so weiter. Du machst auch die Schichtpläne der Mitarbeiter? Die Schichtpläne der Mitarbeiter, Ad-hoc-Krankmeldung sofort aufzufangen. Ja, die Schichtpläne mittlerweile jedem seinen Wunsch zu erfüllen, soweit es geht. Da sind wir natürlich sehr bestrebt, den Mitarbeiter zufriedenstellen. Ja, das ist so unser Kerngeschäft ja auch mit. Ja. Das bedeutet, du bist unter den Mitarbeitern sehr beliebt. Ob ich sehr beliebt? Ja. Das ist sehr beliebt. Das ist eine scheiß Frage.
Was ist denn, wenn jemand zum Beispiel kurzfristig absagt, aufgrund von Krankheit auch oder wie auch immer? Was machst du dann? Ja, das ist immer unser größtes Problem. Die Ad-hoc-Krankmeldung. Da müssen wir natürlich versuchen, alle Mitarbeiter, die verfügbar sind, anzurufen und die Mitarbeiter dann zu motivieren, die Schicht zu übernehmen. Das würde auch, wenn jemand zum Beispiel an den Tag frei hat, könnte es sozusagen sein, dass er dann die Schicht übernimmt oder wie? Natürlich, wir gucken auch Mitarbeiter, die frei haben, die rufen wir an. Ja, und versuchen die zu überreden, um vielleicht irgendwo anders eine Schicht rauszunehmen wieder, damit wir die Schicht erstmal abdecken können, ad hoc. So, Stefan, was sagst du, wie viele Leute seid ihr meistens als Dispo-Team im Raum? Also in der Regel sind wir 3 bis 4 Leute in der Dispo. Heute sind da der Thomas, der Colin, der Stefan da hinten. Ja, der eine kümmert sich ums Tagesgeschäft, der andere um Transporte für Deutschland. Einer bestellt hier für den Hafen alles und der andere kümmert sich um alle Mitarbeiter, was noch offen ist. Wie ist denn die Atmosphäre im Büro? Also wir kommen alle miteinander sehr gut zurecht hier. Einer hilft dem anderen, so muss das ja auch sein. Wenn einer eine Frage hat, muss der andere unterstützen. Jo, ein Team halt. Du bist ja jetzt nochmal, ich sag mal, ja, besonders im Sinne von, du bist ja auch nochmal Lokführer. Inwiefern hat das dann sozusagen in der Dispo geholfen, dass du dann auch nochmal als Lokführer draußen warst davor? Wie lange warst du denn Lokführer, bevor du Dispo geworden bist? Also ich habe 15 Jahre Lok gefahren, bin seit 2 Jahren jetzt in der Dispo und es hat mir sehr viel geholfen. Das Verständnis, die Rangierabläufe, also das ganze Verständnis, überhaupt einen Fahrplan zu bestellen, von wo nach wo, die Zeiten, es hilft schon sehr viel. Wenn man Betriebseisenbahner ist und dann in die Dispo kommt, ist das schon ein Jackpot. Das bedeutet, du hast eher so mehr Feingefühl, wenn es darum geht, Sachen optimierter zu gestalten, also Pläne optimierter zu gestalten, weil du auch selber Lokführer warst. Also hat das einen Vorteil, dass du davon Lokführer warst? Auf jeden Fall hat das einen Vorteil, wenn man Lokführer ist oder war, in die Dispo zu kommen. Wie gesagt, die ganzen Arbeitszeiteinsätze, vom wo nach wo man fährt, das Ganze, man hat anderes Verständnis dafür und auch die Mitarbeiter, wenn die Fragen haben und man kann viel helfen und so weiter. Das sind so die ganzen Abläufe, die ganzen einzelnen Bereiche. Hamburger Hafen habe ich sehr viel rangiert, kann ich mit unterstützen, wenn Fragen aufkommen und so weiter. Man weiß, wo die Gleise sind, wie lange ungefähr was dauert und so weiter. Und wie schaut's aus? Würdest du auch mal einspringen, wenn jetzt zum Beispiel Lokführer ausfällt oder ähnliches und niemand zur Verfügung ist? Ah, es kommt schon mal hin und wieder vor, dass Kollegen aus der Dispo, auch die Lokführer hier sind, auch mal einspringen müssen. Aber das ist nicht geplant und nicht gewollt. Aber es kommt mal vor, wenn wirklich ad hoc gar nichts mehr geht. Muss man dann als Lokführer irgendwie nochmal, weil man ja jetzt länger in der Dispo sitzt, muss man da nochmal irgendwie eine Prüfung oder nochmal irgendwas machen? Naja, wir haben schon unsere 100 Stunden fahren wir im Jahr. Das ist eine Vorschrift und das versuchen wir auch alles zu machen und ja, sind auch bestrebt, die 100 Stunden zu fahren. Es wird auch von unseren anderen Disponenten, die uns einteilen für die Dispo, auch berücksichtigt, dass wir unsere Zeiten fahren, die wir bringen müssen. Was versuchst du denn gerade? Ja, ich? Ja. Ich warte auf euch. Auf was denn? Ich weiß nicht. Kann ich auch wegstellen. Ja, im Großen und Ganzen ist die Arbeit als Disponent schon sehr toll. Man ist mit seinen Kollegen hier zusammen. Tagsüber, am Wochenende ist man meist alleine, aber in der Woche sind hier ganz viele Leute und man ist nie alleine, so wie beim Lokfahren ist man ja immer alleine. Aber das hat man hier in der Dispo nicht. Das ist sehr familiär hier bei uns und wir lachen zusammen, wir haben Spaß zusammen. Ist das denn so, dass die Dispo 24/7 besetzt ist? Ja, unsere Disposition ist 24/7 besetzt. Muss auch so sein, weil wir 24/7 Transporte fahren. Quer durch Deutschland. Rangiert wird 24/7. Muss besetzt sein. Das bedeutet, egal wann du Langeweile hast, abends nicht schlafen kannst, kannst du hier einfach rüberkommen und hier ist jemand. Das stimmt. Es ist eigentlich immer jemand hier. Und wir sitzen rund um die Uhr hier. Und ja, schlafen kann ich aber trotzdem sehr gut. Thorsten ist die ruhige Seele des Teams hier. Top-Mitarbeiter, sehr erfahrener Mitarbeiter und ja, ist unser Zausel in der Firma. Jawohl. Der kommt morgen früh, morgens früh. Da war doch noch einer von, warte mal, da ist noch ein Zug gekommen vorhin. Hier,
23. Das sind zwei raus. Ja, der muss auch gekommen sein. 23.05. 1 Uhr. Mit RBH. Der muss doch schon da sein. Ja, ich sehe. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich sehe. Ja, ex-heu, aber ich habe keine Zugnummer. Ich weiß nicht, wo mit RBH. Die bringen ja irgendwie die Züge hier an. Warte mal, ich kann bei RBH in die Liste gucken. Ich habe die doch hier offen. Wie gesagt, heute 1081. Ja, das ist auch bei der 1081, das ist der, den du jetzt gerade hast. Ja, aber der ist doch. Hab ich hier nicht drauf. RBH, 23.05. 1 Uhr. Hamburg-Schar. Nein, warte mal, ich guck mal nach, was hier noch. Es ist noch ein Regieauftrag. Warte mal, irgendwas war hier noch. Der ist fertig, der 1081. Gibt es einen Grund, warum du drei verschiedene Bildschirme hast? Ich habe drei verschiedene Bildschirme. Ja, ich habe drei verschiedene Programme auf hier, um die Arbeitsabläufe für uns zu erleichtern. Auf einer Seite die E-Mails, die ständig einlaufen. Auf der anderen Seite wird weggearbeitet mit Tabellen und Listen. Und daher haben wir drei verschiedene Programme. Haus ab? Der ist gerade aus dem Büro rausgegangen. Zwei, ja, wollen die auch schon weg. Danke, Thomas. Gibt es so Dispo-spezifische Programme oder ist man eher so mit Excel und so unterwegs? Oder hat jedes Unternehmen sein eigenes System? Also wir haben viel mit Excel zu tun und jedes Unternehmen hat irgendwie seine eigenen Tabellen. Und wir haben auch unsere eigene Tabelle hier entworfen für den Hamburger Hafen. Und wir haben auch für die Wagenmeister eigene Tabellen. Ja, wäre schon vom Vorteil, wenn man so Computerkenntnisse hat und ein bisschen vielleicht was mitbringen könnte. Aber wir bringen auch den Leuten hier viel bei und es ist jetzt nicht unbedingt das Hexenwerk, hier am Computer was zu machen. Also man muss kein Genie sein. Ist in der Dispo auch ein Quereinstieg möglich? Bei den Lokführern wissen wir das ja, dass ihr das in 9 Monaten oder 11 Monaten macht. Natürlich, in der Dispo ist hier ein Quereinstieg jederzeit möglich. Wir suchen auch händeringend Leute und natürlich einen Betriebseisenbahner würden wir bevorzugen. Aber sonst ist ein Quereinstieg jederzeit möglich. Wir haben auch Leute, die hier quer eingestiegen sind und die machen ihre Arbeit sehr gut. Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten als Disponent? Ja, in der Disposition könnte man aufsteigen als Vorplaner. Und als Vorplaner, der plant so, ich sag mal, die Wagenmeister vor, die Personalevorplanung, die Zügevorplanung. Also reine Vorplanung und kein Tagesgeschäft, nur was für die kommende Woche in der Regel ist. Und dann könnte man auch noch mal Teamleiter werden. Ja, das ist so. Teamleiter, so wie man es ausspricht im Sinne von, der ist hier und leitet. Genau, der Teamleiter leitet unser Dispo-Team, ist der Ansprechpartner, macht die Dienstpläne für die Disposition, Ansprechpartner, wenn es hier Probleme gibt in der Dispo. Und das wäre so ein Posten, ja, den nennt man hier Teamleiter. Planst du als Dispo auch die Lokomotiven? Also musst du die Spezifikation der Loks kennen? Ja, ich muss die Spezifikation der Loks, der Baureihen, Personale, welche Loks fahren dürfen. Und da muss man Fingerspitzengefühl haben. Nicht jedes Personal kann jede Baureihe fahren. Nicht jedes Personal hat die E-Lok-Baureihe. Nicht jedes Personal hat die Streckenkunde in Deutschland und da muss man natürlich in der Vorplanung schon mal mitgucken, wo kann ich welches Personal einsetzen. Ist das auch wichtig, sprich, wenn man jetzt zum Beispiel ja, Güterverkehr fährt, dass man zum Beispiel dementsprechend eine starke Lok hat oder ähnliches? Das kommt entsprechend dazu. Wenn Kunden Transporte bestellen, müssen wir schon gucken, die Laufwege der Trassen, wo komme ich mit welcher Tonnage lang. Die ganzen Mittelgebirge in Deutschland, wir fahren viel von Nord nach Süd und da ist irgendwo die Tonnage nachher auch begrenzt im Raum Fulda, Würzburg, da beginnt das Mittelgebirge und da muss man dann schon gucken, wo fahren wir lang, welches Personal kann da fahren und. Welches ist deine Lieblingsbaureihe? Also ich bin tatsächlich nur ein Diesellok. Kutsche, wie man das im Fachjargon sagt, meine Lieblingsbaureihe gibt es da nicht speziell. Großdiesel ist schon schön, so D18. Ich fahre auch gerne G1000, so ein kleiner Diesel. Oder ich habe auch bei Evos oder im Tanklager auch schon mal auf dem Hof rangiert mit einer kleinen TM. Also Diesel auch ist schon was Schönes. Jetzt aus dem FF, dein Lieblings-Eisenbahnerspruch. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Tschüss, bis morgen. Tschüss!
So, Alltag geschafft, viel gerettet heute, hat Spaß gemacht. Es war stressig, aber es war trotzdem ein sehr schöner Tag mit den Kollegen. So, jetzt freue ich mich auf meinen wohlverdienten Feierabend und auf mein Feierabendbier. Und jetzt geht's nach Hause. Ich habe noch eine kleine Autofahrt vor mir, aber das ist völlig in Ordnung, um nochmal richtig runterzukommen. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Möchtest du ein Teil der HS-Familie werden, dann bewirb dich hier.